Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute soll es darum gehen, ein kleines Python-Skript zu schreiben, das einem dabei helfen soll, Wordle zu lösen. Beziehungsweise, wir sehen ja hier, T-Online. Das ist nicht Wordle, sondern das ist das Wortquiz, das Spiel, das nicht Wordle heißen darf, weil die Namensrechte an Wordle liegen bei der New York Times. Aber das ist sozusagen das deutsche Pendant. Es funktioniert identisch zum klassischen Wordle, allerdings mit deutschen Wörtern. Man hat insgesamt höchstens 6 Versuche, um ein Wort des Tages, heute ist es Tabak, zu finden. Man darf nur gültige deutsche Wörter, die die App als solche erkennt, benutzen, zum Raten. Und dann wird mit einem Color Coding, also hervorgehoben, Treffer hier wie das gelbe T, also Buchstaben, die vorkommen, aber in einer falschen Position sind, und andere Buchstaben wie das grüne A, also Buchstaben, die vorkommen und auch schon an der richtigen Position sind. Ja, so Kreuzworträtsel oder eben hier auch sich an Wort erinnern für Wordle, das ist nicht so mein Ding. Ich bin mehr so der Sudoku-Typ. Aber warum sollte ich mich von so einer Schwäche aufhalten lassen, wenn ich doch meine Stärken ausspielen kann, was in diesem Fall das Programmieren von Python-Skripten ist? Und ich möchte euch einmal ganz kurz das Skript vorführen, das wir gleich zusammen neu entwickeln. Habe ich hier so schon mal geschrieben. Hier unten haben wir jetzt Candidate. Was hatte ich hier? Ich habe es tatsächlich heute auch mit meiner App hier gelöst. Meinem Skript hier gelöst. Ich habe also angefangen mit Ideal, das ist ein Vorschlag, den T-Online einem unterbreitet, während man das Wordquiz lädt. So, da sieht man jetzt hier. Ach halt, ich habe meiner App schon die Lösung des Tages hinterlegt, nachdem ich sie gefunden habe. Also ich habe 2 Modi. Ich kann sozusagen nach einer Lösung suchen, die die App schon kennt, aber ich kann auch nach einer Lösung suchen, die die App noch nicht kennt. Das ist ja überhaupt erst die Stärke an dem Skript. Und dann machen wir das mal so rum. So, ich starte die App also neu. So, Ideal. Also ich ergebe also ein Wort ein mit 5 Buchstaben, Ideal in dem Fall. Und jetzt möchte er das Reply-Pattern wissen. Ja? Also was hat das Wordquiz sozusagen auf Ideal geantwortet? Und das hat geantwortet 0 fürs I, also kein Match, 0 fürs D, kein Match, 0 fürs E, kein Match, 2 fürs A, 0 fürs L. Ja, also die 1 heißt Buchstabe richtig, aber falsche Position. 2 heißt Buchstabe und Position korrekt. Enter. So, hier gibt er mir also nochmal das Reply-Pattern aus. Hier unterm A nichts hervorgehoben, heißt gelb. X heißt Fehler. Hier unten sagt er mir, okay, es kommt mindestens ein A vor. Und er kann mir auch schon sagen, das A kommt an der vorletzten Stelle vor. So, mein zweiter Versuch war, ich bin die Liste hochgegangen, habe dann irgendwann das Wort Unrat gefunden, da. Und dachte mir, oh, klingt ganz nett. Probieren wir mal Unrat aus. Dann kommt auch wieder das Reply-Pattern. Wir sehen 0 fürs U, 0 fürs N, 0 fürs R, 2 fürs A bleibt und 1 fürs T. So, an der Stelle sehen wir jetzt schon, dass das Skript jetzt eigentlich nur noch 3 mögliche Vorschläge zur Auswahl lässt, Oktav, Tabak oder Topaz. A und T kommen jeweils mindestens einmal vor, das A muss an der vorletzten Stelle stehen. Ich habe mich dann für Topaz entschieden. Das Reply-Pattern ist jetzt also 2 fürs T, 0 fürs O, 0 fürs P, 2 fürs A, 0 fürs S. Wenn wir also das T jetzt in die richtige Position bekommen, ja, T in der ersten Position, A an der vorletzten Position, und jetzt bietet mir das Skript eigentlich nur noch ein Lösungswort, das also ist Tabak, und in der Tat, Tabak hat es gelöst. Das können wir auch die App noch mal wissen lassen. So, Success. Also das ist der Modus, also mit dem Skript ein unbekanntes Wort zu lösen. Wenn man das Wort dann kennt, ähm,
kann man das hier oben sozusagen als Solution vorgeben und dann sozusagen gegen diese Lösung spielen. Der Unterschied ist jetzt, dass ich das Reply-Pattern nicht angeben braucht. Das ermittelt er sich jetzt selber. Aber der Ablauf bleibt sozusagen der gleiche. Wir können ja mal was anderes probieren. Jetzt bietet er hier zum Beispiel Zugab. Okay, machen wir mal Zugab. So, hier Tilde heißt, B kommt vor, ist aber in einer falschen Position. A ist komplett richtig. Uns also nicht so weit geholfen. Okay, jetzt hat Barack, Bazar, Brian, Rabat, Tabak, Abad, Abhad, Abkam, Absar, Absas, Abtat. Ich würde ein Wort bevorzugen, wenn ich die Lösung jetzt nicht schon kennen würde, würde ich ein Wort bevorzugen, wo keine Buchstabendopplung vorkommen. Gibt es das hier überhaupt? Abtat? Absas vielleicht? Brauchen wir aber ein SZ. Ein SZ ist mir zu speziell, um das jetzt schon auszuprobieren. Ja, hier Abkam wegen meiner. So. Abkam. So. Drei Buchstaben kommen vor, sind aber an der falschen Stelle. Ein A. Ach so, das A ist ja doppelt. Huch. Egal. Jetzt gibt es eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten, Barack oder Tabak. Na, spaßeshalber, dann nehmen wir Barack. So. R ist falsch. A, A, K sind richtig. B muss woanders hin. Bleibt nur noch Tabak übrig. So. Und dieses Hilfsskript, das werden wir zusammen gemeinsam entwickeln. Wir sehen, es sind 163 Zeilen. Oh, 164, wenn man die letzte Leerzeile mitzählen möchte. So. Das heißt, wir legen ein neues Skript an. Core. Ich habe mir die Parflip importiert aus folgendem Grund. Man braucht eine Datenbank oder eine Auflistung möglichst vieler deutscher Worte. Ich habe danach gegoogelt, List of German Words. Der dritte Treffer nach wenigen Sekunden, der dritte Treffer von oben, war dann hier die N-German List. Das ist eine Textdatei mit 351.063 Einträgen. Alles mögliche deutsche Worte. 4,66 Megabyte habe ich mir runtergeladen. So, mit der Parflip kann ich geeignet ausdrücken, wo diese Datei ist, um sie einzulesen. So, das heißt, als erstes legen wir uns eine Klasse mit sozusagen globalen Größen an. Und da kommt dann auch schon gleich der Pfad rein. Achso, hier machen wir mal auch ein bisschen größer. So, und da kommt dann der Parflip-Path. Wir nehmen uns den Pfad dieses Files, also core.py, nehmen davon den Parent, also der Ordner, in dem core.py liegt. Das ist dann also vResolver. Und sagen, ja, resolve uns den Path. So, dann haben wir hier einmal den expliziten Pfad, resolve löst. Symbolische Links auf, glaube ich. Genau, make the path absolute. Ja, also sozusagen, statt sich zu merken, an welchen symbolischen Links er vorbeigekommen ist, substituiert er stattdessen den absoluten Pfad, wohin der symbolische Link eigentlich zeigt. Ich kann hier auch schon mal gleich mit reinfügen, wie ein paar Enumeration-Objekte, und zwar, wir wollen später ja Buchstaben einteilen nach, sie tauchen auf und sind an der korrekten Stelle, sie tauchen auf, aber gehören woanders hin, oder sie kommen gar nicht in dem Wort vor. Correct exists wrong. Und damit können wir auch gleich übergehen zur nächsten Klasse, der Wordle Resolver oder W Resolver. Der hat als Eigenschaft, dass er erstmal alle fünf Buchstaben lange Worte kennen muss, trägt. Das ist eine Liste von Strings mit allen Wörtern der Länge 5. Und dazu geben wir ihm ein Dictionary contains, ein Strings don'ts und eine Liste pattern. Der Sinn von contains ist, also contains ist ein Dictionary, die Schlüssel sind Buchstaben, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L und so weiter.
Und die werden über das Dictionary auf eine Integer gemappt, nämlich die Anzahl der Mindestvorkommen, die wir bis hierhin ermittelt haben. Am Anfang, wir kennen das Wort, das es zu lösen gilt, ja nicht. Aber je mehr wir rausfinden, bekommen wir auch irgendwann mit, taucht ein Buchstabe mindestens einmal auf, taucht es mindestens zweimal auf und so weiter. So, das speichern wir in diesem Dictionary ab, wo wir also Buchstaben auf ihre Mindestvorkommen, soweit wir es bis jetzt beurteilen können, abbilden. Und dann gibt es Don'ts, also Do not contains, also nicht enthalten. Hier sammeln wir alle Buchstaben, die definitiv überhaupt nicht in dem Wort vorkommen. So, diese beiden Felder, Contains und Don'ts, sagen uns jetzt also, ob Buchstaben vorkommen, wenn ja, wie oft, oder ob sie nicht vorkommen. Aber manchmal finden wir ja auch heraus, dass Buchstaben an eine bestimmte Position gehören oder an einer bestimmten Position nicht auftauchen. Das speichern wir in Pattern. Pattern wird eine Liste sein mit fünf Einträgen, nämlich fünf Dictionaries. Und diese fünf Dictionaries sagen für jede der fünf Stellen, welche Buchstaben hier nicht reinkommen, beziehungsweise welcher Buchstabe hier stehen muss. So, im optionalen Fall wird es eine Solution geben, eine Lösung, gegen die wir lösen wollen. Aber die Solution, die wollen wir nicht einfach nur sozusagen setzen, sondern wir wollen beim Setzen, und dafür benutze ich hier das Features Property von Python, wir wollen ein paar Checkups machen. Erstens, wenn wir einen neuen Lösungsbegriff setzen, dann gucken wir erstmal, ist der Lösungsbegriff None? Wenn ja, tu nichts. Ansonsten, sobald der First Guess einmal getätigt wurde, also sobald man zum ersten Mal versucht hat zu raten, sollte man die Lösung nicht mehr ändern, weil sonst die Datenstrukturen hier oben, die werden ja dann nach dem ersten Guess, fängt ja an, sich alles zu füllen mit was ist drin, was ist nicht drin, wo ist was drin. Das heißt also, nach dem ersten Mal raten darf die Lösung nicht mehr geändert werden. Deswegen wird hier also ein Fehler geworfen, wenn der First Guess, die erste Ratung, bereits abgeschlossen ist. Allerdings, sobald ein Lösungswort gesetzt ist, sollte das auch nicht mehr verändert werden. Also wird hier der First Guess zur Not hier true gesetzt. Die Länge des Lösungswortes sollte Wordle gemäß die Länge 5 haben. Exakt. Und wenn dem so ist, dann vereinheitlichen wir die Darstellung, indem wir alles auf kleine Buchstaben runtermappen und speichern das auf Underscore Solution ab. So, wir brauchen also für dieses First Guess auch hier oben noch ein Feld. Achso. Entschuldigung, falsch kopiert. So, wir brauchen für das First Guess also noch ein Feld. Das ist ein Bool. So, wir haben jetzt erstmal alles mit None, Pre, auf Klassenebene präinitialisiert oder gesetzt. Das heißt, wir brauchen jetzt noch eine vernünftige Init-Methode. So, diese Init-Methode nimmt die Wörter, die fünf Buchstaben langen Wörter als Liste an und optional eine Lösung. So, dann wird die Contains-Struktur als leeres Dictionary initialisiert, die Don'ts werden als leerer String initialisiert und das Pattern wird als Liste der Länge 5 von Dictionaries auch mit Contains und Don'ts initialisiert. So, die Wortliste fünf Buchstaben langer Worte wird gespeichert und dann wird sie gefiltert. Die Filtermethode, die schreiben wir später. Die Lösung wird gesetzt, falls was anderes kommt als None. Und der First Guess wird erstmal initialisiert als False. Es hat noch keinen First Guess gegeben. So, apropos Guess, damit kommen wir dann auch schon zur Hauptmethode, nämlich der Guess-Function. Wir wollen raten, einen Kandidaten und optional ein Reply-Pattern übergeben. Also ein Kandidat ist ein Versuch, sein Wort der Länge 5. Und ein Reply-Pattern ist, was sich vorhin in der Konsole unten eingegeben hatte, ein Indikator dafür, ob die Buchstaben falsch, richtig, am falschen Ort und so weiter sind. So, der wichtigste Check gleich vorneweg, ist der Kandidat überhaupt fünf Zeichen lang?
Wenn nicht, schmeiß einen Fehler. Wenn dem so ist, wir haben ja schon die Lösung hier oben vereinheitlicht, normalisieren wir die Darstellung des Kandidaten, also mappen alles auf kleine Buchstaben. Und dann, weil es jetzt der First Guess ist, wird es spätestens hier auf True gesetzt. Also das Feld für First Guess. So, jetzt müssen wir den Fall abfangen, wenn kein Reply-Pattern gegeben wurde. Kein Reply-Pattern ergibt nur Sinn, wenn eine Lösung hinterlegt wurde. Ja? Also wenn die Lösung none ist, werfen Fehler. So, und ansonsten kommt jetzt etwas umständlicher Code. Als erstes legen wir ein Memory, ein Dictionary an, das Buchstaben auf vorkommen mappt. So. Ja, also es geht jetzt darum, wenn kein Reply-Pattern gegeben wurde, aber eine Lösung hinterliegt, dass wir jetzt sozusagen ein Reply-Pattern daraus errechnen. So, wir gehen die Buchstaben in der Lösung durch und merken uns erstmal, wie oft taucht jeder Buchstabe in der Lösung auf. Ja, also Memory von Letter ist Memory von Letter oder 0 plus 1. So, dann setzen wir ein neues Reply-Pattern auf. Das eigentliche Reply-Pattern ist ein Tupel aus 5 Integern. Hier arbeiten wir jetzt erstmal mit einer Liste, um sie sukzessive aufbauen zu können. Da tragen wir Integers, gegebenenfalls None ein und initialisieren uns eine leere Liste. So, jetzt müssen wir einmal den Kandidaten abscannen. Ja, wir gehen hier für CISI. Also alle Buchstaben im Kandidaten sowie alle Buchstaben in der Lösung. Und die vergleichen wir jetzt. Und zwar ist es jetzt so, wir müssen bis zu drei verschiedene Informationen ja gewinnen, nämlich taucht ein Buchstabe im Wort auf und befindet es sich schon am korrekten Ort oder taucht der Buchstabe auf, muss aber woanders hin oder der Buchstabe taucht gar nicht auf. So, die beiden Invarianten hier ist, der Buchstabe ist korrekt und am richtigen Ort, beziehungsweise der Buchstabe taucht gar nicht auf. Dazwischen, dass der Buchstabe könnte auftauchen, aber muss vielleicht verschoben werden, das richtet sich danach, nachdem wir erstmal alle Buchstaben identifiziert haben, die auftauchen und schon am richtigen Ort sind. Also wir gehen über den Kandidaten zweimal drüber. Es wird zwei Vorschleifen geben. Es folgt also dann hier dann gleich die zweite Vorschleife. Aber im ersten Durchlauf wollen wir jetzt erstmal alle Buchstaben identifizieren, die korrekt und am korrekten Ort sind, beziehungsweise die gar nicht auftauchen. Also gucken wir nach. Ist der Ite-Buchstabe von Candidate exakt identisch zum Iten-Buchstaben in der Lösung? Ja, dann hängen wir an das Reply-Pattern einmal den Wert für correct, constants correct. Das war hier ganz oben. Constants hatte correct exists wrong, ja, also ist richtig und am richtigen Ort, ist richtig, muss aber verschoben werden oder ist falsch. Und das sind Enumeration-Felder, die stehen für die Werte 0, 1, 2. Wir hängen also an das Übergangs-Reply-Pattern, hängen wir jetzt also einmal korrekt an. Gehen aber auch in das Memory. Wir haben ja hier oben das Memory aufgebaut, wie oft Buchstaben in der Lösung vorkommen. Jetzt haben wir sozusagen einen richtigen Buchstaben identifiziert, der wird aus der Memory gestrichen. So, wenn der Buchstabe nicht am richtigen Ort ist und auch gar nicht in der Lösung auftaucht, ja, dann müssen wir an das Reply-Pattern anhängen, constants wrong, also der taucht nicht auf. So, ansonsten hängen wir erstmal ein None dran, um es dann im zweiten Durchlauf zu überschreiben. Und damit kommen wir auch zum zweiten Durchlauf. Noch einmal gehen wir über den Kandidaten drüber und vergleichen ihn mit der Lösung. Und wir müssen uns ja jetzt eigentlich nur noch mit dem einen Fall auseinandersetzen, nämlich habe ich ein None in mein Reply-Pattern irgendwo zu stehen. Das wollen wir jetzt ersetzen. Jetzt ist es so, dass der zugehörige Buchstabe CI zwangsläufig in der Lösung auftauchen muss.
aber nicht exakt identisch mit SI sein kann, weil den Fall, den haben wir hier oben ja schon abgearbeitet. Hier unten sind nur noch Fälle, CI taucht zwar auf, ist aber am falschen, also der Buchstabe taucht zwar auf, ist aber am falschen, an der falschen Stelle. Das heißt, diese Assertion dürfte eigentlich niemals ausgelöst werden. Also sozusagen hier ein Sanity-Check. So, jetzt gucken wir also nach, mit Hilfe unseres Memory Dictionaries, darf dieser Buchstabe überhaupt noch einmal auftauchen? Oder habe ich bereits alle Vorkommen hier oben identifiziert? Wenn er noch vorkommen darf, dann überschreibe ich das None mit Constants Exists. Oder aber, wenn schon alle Vorkommen verbraucht sind, dann ist es also doch ein Wrong. Damit habe ich mein Reply-Pattern fertig ermittelt. Brauche jetzt das nur noch zum Tuple-Casten und schon habe ich ein gewöhnliches Reply-Pattern, wie es zu erwarten war. So, damit kommen wir als nächstes. Jetzt haben wir also ein Reply-Pattern, entweder weil das Reply-Pattern vom User gegeben wurde oder weil wir das Reply-Pattern errechnet haben anhand der Lösung. Je nachdem, wir können jetzt sozusagen über den Kandidaten und das Reply-Pattern iterieren. So, und hier machen wir einen Vorab-Check. Wir gucken erstmal nur, ob bestimmte Buchstaben, ob alle Buchstaben im Kandidaten überhaupt mindestens einmal auftauchen oder nicht. Das geht noch nicht. Wir machen noch keine genauere Analyse. Das folgt unmittelbar hier nach. Aber jetzt ist hier erstmal nur so ein heuristischer Check. Taucht dieser Buchstabe mindestens einmal auf? Wenn ja, dann schreibe ich das in mein Self-Contains Dictionary rein, dass also CI mindestens einmal auftaucht. Beziehungsweise, falls ich da schon eine aktuellere Information habe, dann bleibt die einfach halten. So, ansonsten brauchen wir wieder ein Memory Dictionary. Wir gehen jetzt noch einmal über den Kandidaten und koiterieren das zusammen mit dem Reply Pattern. Wir holen uns auch mit der Enumerate, also die Stellenzahl. Und jetzt kontrollieren wir, wenn also das Reply Pattern sagt, der Buchstabe ist korrekt und an der korrekten Position. Dann hängen wir diesen Buchstaben in unsere Pattern-Struktur an der Eden-Stelle unter Contains an, falls wir das nicht sogar schon von einem Rateversuch davor wussten. Und sagen jetzt in der Memory, okay, wir haben dieses CI einmal mehr gefunden. Also speichern an der Memory, dass wir jetzt CI mindestens einmal, vielleicht auch schon noch häufiger gefunden haben in diesem Kandidaten. So, wenn der Pattern sagt, exists, ja, also der Buchstabe, der kommt zwar vor, ist aber steht woanders. So, dann schreiben wir in unserer Pattern-Struktur, dass an dieser Stelle, an der Eden-Stelle, CI nicht auftaucht, also hängen wir es an die Don'ts von Pattern I hinten dran. Merken uns aber in der Memory, dass CI einmal mehr gefunden wurde. Oder das Reply-Pattern an der Eden-Stelle indikiert, dass der Buchstabe falsch ist, dass er gar nicht auftaucht. Ja, dann einerseits wissen wir jetzt für die Eden-Stelle, dass er nicht auftaucht. Wir wissen aber auch, self-don'ts, dass er grundsätzlich nicht auftaucht. Das heißt, falls er nicht schon in Contains auftaucht. Es gibt diese exotische Situation, wo ein Buchstabe in meinem Kandidaten vielleicht mehrfach auftaucht, in der Lösung aber nicht so häufig, dann wird das Reply-Pattern einmal sagen, der Buchstabe, der taucht auf an dieser Stelle oder an einer anderen Stelle, aber wird später dann nochmal sagen, ein zweites Mal taucht dieser Buchstabe nicht auf. Und dieser Fall, der wird hiermit also abgefangen. Wenn das CI nicht schon in Contains enthalten ist, dann weiß ich, dass CI, also der Ite-Buchstabe im Kandidaten, der taucht grundsätzlich gar nicht auf. So. Damit ist die Guess-Funktion, ist das Herz der Guess-Funktion
eigentlich fertig. Bis auf, hier oben hatten wir schon angefangen, das einfache Vorkommen von Buchstaben haben wir schon in die Contains eingetragen. Und hier haben wir eine Memory aufgebaut. Diese Memory müssen wir jetzt in das Contains überführen. Das heißt, Contains von einem Buchstaben, der in der Memory auftaucht, ist das Maximum von was in Contains zu diesem Buchstaben bereits stand oder aber das Vorkommen, das wir jetzt bei dieser Guess-Runde gemessen haben. So, dann als nächstes filtern wir jetzt unsere Wortliste. Also wir schmeißen alles raus, was nach Stand jetzt also keine Antwort mehr sein kann. So, nachdem wir die Worte gefiltert haben, lassen wir uns einmal alle Kandidaten ausgeben, die jetzt noch übrig sind. Ja, Def List Remaining Candidates for Word in Words 5, Print Word. Wir müssen diese Filtermethode, wir hatten sie hier oben in der Init-Methode, hier in der Init-Methode hatten wir diese Filtermethode auch schon mal verwendet. Hier verwenden wir sie wieder, wir implementieren sie gleich als nächstes. Remaining Candidates. So, dann, nachdem wir uns haben die Liste der noch potenziellen korrekten Antworten haben ausgeben lassen, lassen wir uns jetzt ausgeben. Hier Line 1 String, Line 2 String. Wir iterieren nochmal über den Kandidaten und lassen sozusagen die Buchstaben des Kandidaten nochmal einzeln ausprinten plus in der zweiten Zeile darunter ein Indikator für war korrekt, korrekt aber an der falschen Stelle oder taucht gar nicht auf. Also nochmal eine visuelle Darstellung des Reply-Patterns, das wir hier oben gemessen und gegen das wir hier verglichen haben. Das lassen wir uns ausprinten. Wir lassen uns auch ausprinten, welche Buchstaben müssen grundsätzlich und mindestens wie oft vorkommen. Und wir lassen uns ausprinten, an welcher Stelle, wenn wir schon für bestimmte Positionen wissen, an welchen Positionen müssen bestimmte Buchstaben auftauchen. Um die Guess-Methode jetzt also abzuschließen, kommen jetzt noch die letzten vier, fünf Zeilen, wo wir noch einmal über das Reply-Pattern gehen und prüfen, ob alle Einträge korrekt und an der korrekten Stelle sind. Wenn das der Fall ist, dann geben wir Return True zurück. Also dann ist das Spiel zu Ende. Das Wort ist gelöst. Oder Return False, wenn es noch fehlende Buchstaben zu entdecken oder zu verschieben gilt. So, damit fehlt uns nur noch eine einzige Funktion in dieser Klasse des Wordle Resolvers. Das ist die Filtermethode. Wir wollen eine neue Liste von fünf Buchstaben langen Worten aus der alten bilden, indem wir überflüssige Worte, die wir nicht mehr brauchen oder die nicht mehr die Antwort sein können, rausschmeißen. So, dazu müssen wir alle Worte durchgehen und jetzt müssen wir nacheinander sozusagen Tests durchführen. Wir müssen einmal erstmal das Wort normalisieren, also es auf kleine Buchstaben abbilden und wir schmeißen schon mal alles raus. Ja, hier Continue heißt, ich gehe einfach weiter zum nächsten Wort. Wir schmeißen alles raus, was nicht fünf Buchstaben lang ist. So, jetzt kommt eine interessante Schalte. Do Continue Bool True. Wir wollen hier nämlich eine Vorschleife. Wir wollen eine Vorschleife implementieren, wo wir über alle Buchstaben in dem Wort, das wir gerade an der Hand haben, einmal drüber iterieren. Und wenn wir an keinem Break vorbeikommen, dann wird beim erfolgreichen vollständigen Durchlauf des Loops, wird also hier ein else do continue of false gesetzt, um zu verhindern, dass hier bei if do continue wir also mit continue zum nächsten Wort springen. So,
Was könnte zu einem Break führen? Na, wir prüfen erstmal, ob ein Buchstabe im Wort in den Don'ts enthalten ist, also ob da ein Buchstabe in dem Wort ist, von dem wir wissen, dass es im Lösungswort einfach gar nicht auftauchen darf, gar nicht mehr auftauchen kann. Wenn das der Fall ist, dann breaken wir die Vorschleife. Dieses Else wird dann nie ausgeführt und das Do Continue True führt hier unten dazu, dass wir einfach zum nächsten Wort weitergehen und dieses Wort damit also überspringen. Ein zweiter Check, den wir ausführen wollen, ist, also wir wollen einmal gucken, taucht der Buchstabe überhaupt auf? Und der zweite Check ist, kann der Buchstabe an dieser Stelle auftauchen? Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir das Wort überspringen. Das ist der erste Test, oder ist eigentlich der zweite Test. Der erste Test war hier oben, ist es 5 Buchstaben lang. Das war der zweite Test. Dürfen die Buchstaben überhaupt noch auftauchen, grundsätzlich oder an bestimmten Stellen? Jetzt führen wir einen Gegencheck durch. Wir resetten Do Continue. Mit der gleichen Schalte setzen wir es false, wenn die nächste Vorschleife überlebt wird oder überspringen zur Not. Was wir jetzt machen ist, wir gehen unser Contains Dictionary durch. Wir gucken nach, welche Buchstaben müssen denn auftauchen. Und wie oft mindestens. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn also dieser Buchstabe nicht auftaucht oder nicht oft genug, dann können wir das Wort überspringen. Dann ist dieses Wort keinesfalls das Lösungswort. Und der letzte Test, den wir ausführen wollen, ist der folgende. Das sind diese Zeilencode. Auch wieder, wir resetten Do Continue, springen zum nächsten Wort, falls wir die Vorschleife nicht überleben. In dieser Vorschleife jetzt kontrollieren wir unser Pattern. Wir wissen, das Pattern sagt uns ja, ob an einer bestimmten Stelle ein bestimmter Buchstabe stehen muss. Und wenn das für das Wort nicht der Fall ist, dann können wir das Wort ignorieren bzw. überspringen, zum nächsten weitergehen. Ansonsten, wenn alle diese Tests überlebt wurden, ja, also wir haben keine Buchstaben zu viel, die gar nicht auftauchen dürfen. Wir haben alle Buchstaben, die auftauchen müssten. Und wir haben vor allen Dingen alle Buchstaben an den Stellen, wo wir wissen, dass bestimmte Buchstaben auftauchen müssen. Dann ist das also ein Wort, das sozusagen weiterleben darf. Dann ist das ein Wort, das also noch potenziell Lösung sein kann. Und wir können es an der New Words 5 einfach hinten dranhängen. So, und damit ist die Filtermethode fertig. Und damit ist auch die ganze Klasse jetzt fertig. Wir brauchen jetzt nur noch abschließend eine Main-Methode. Das heißt, if name ist Main, führe die Main-Function aus. Die sieht wie folgt aus. Wir definieren am Anfang, ob wir eine Lösung haben, dadurch, dass wir einen String angeben oder None. Und zum Beispiel wenn none ist, dass ich also gegen ein unbekanntes Wort raten möchte. So, als nächstes with open constants here, das war der Pfad, den wir ganz am Anfang definiert hatten, wo die Liste mit den deutschen Worten rumlungert. Bei mir also im selben Ordner wie die core.py, aber beziehungsweise ja, derselbe absolute Pfad plus in dem Resources-Ordner, da liegt die Textdatei in German, die lese ich ein, dann wird als in Stream wird gelesen, wird in Zeilen gesplittet und jede Zeile wird übernommen in unsere Words 5 Liste, wenn dieses Wort tatsächlich auch der Länge 5 ist. Nachdem wir die Textdatei eingelesen haben, erzeugen wir eine Instanz unserer Wordle Resolver-Klasse, der wir das die Words 5 Liste übergeben. Und dann schlussendlich kommt jetzt eine Game Loop, also wir wiederholen so oft die Frage nach einem neuen Kandidaten und guessen, bis das Spiel vorbei ist. Hier unterscheiden wir jetzt noch, ob hier oben bei Solution eine Lösung angegeben wurde oder nicht. Wenn keine Lösung angegeben wurde, da muss also händisch das Reply-Pattern vom Wordle-Quiz übertragen werden. Wenn eine Lösung angegeben wurde, brauche ich das nicht. Und damit ist das Skript fertig und wir haben unsere 163 Zeilen.
Das kann ich jetzt einfach ausführen, so Kandidat. Ich hatte es ja am Anfang vorgeführt, machen wir es einfach nochmal. So, fang an mit Ideal. Reply Pattern war 0, 0, 0, 2, 0. So, dann nehmen wir mal Zusa. Ah, das war jetzt nicht clever. Ich weiß jetzt das Reply Pattern nicht. Beziehungsweise dann geben wir unserem Skript einfach die Lösung. So. Ideal, dann brauche ich auch kein Reply-Pattern eingeben, er misst es selber. So, Zusa. Zusa gibt mir fast keine weiteren Informationen, außer zusätzliche Buchstaben, die es definitiv nicht sein können. Woran? Zum Beispiel das Z. Alle Worte mit Z sind jetzt weggefallen. Also jetzt, woran? Woran gibt mir auch keinen neuen Buchstaben? Na dann, Abtat. Abtat gibt mir eine ganze Menge und lässt nur noch Tabak übrig. Sagt mir, A gibt es, aber an der falschen Stelle, B gibt es, aber an der falschen Stelle, T gibt es, aber an der falschen Stelle. Es gibt ein zweites A und das ist sogar an der richtigen Stelle. Es gibt aber kein zweites T. So, Tabak. Success. So, das ist alles, was ich vorführen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Kommentar da oder like das Video oder und. Lasst einen Kommentar da und like das Video. Und könnt gegebenenfalls ein Kanalabonnement in Erwägung ziehen. Damit hoffe ich, dass ich euch beim nächsten Mal wiedersehe und bis dahin, ciao, ciao.